Tim LP. Hier wird simuliert. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video hier auf Tim LP, zu einer neuen Folge meines LS22 England Projektes auf der Colmston Farm. Ja, und letzte Folge haben wir auf der Weide 15 verbracht, wie die Folgen davor, und haben geschwadert mit dem Eicher Mammut 2 und dem Pöttinger Schwader da hinten. Und diese Folge, habe ich es ja schon erwähnt, wird neues Gerätschaft ausprobiert. Wir haben hier eine neue Quaderbeinpresse, die Marseille Ferguson 1840. Ist eine Quaderbeinpresse, hatte ich gerade schon gesagt. Ist die günstigste Presse. Ich kann dir mal zeigen, wenn man hier mal reingeht, und bei den Beinpressen ist es die erste, die vorkommt. Ja, genau. Hat man Quaderbeinpresse Maß 120 cm. So 1,20 Meter, erfordert 50 PS und wie gesagt, ich wollte nicht ganz so viel Geld ausgeben und ich hatte aber Bock auf Quaderballen, deswegen habe ich mir diese Presse geschnappt und da, ich kann es mal eben zeigen, habe ich mir eine Mod besorgt für den Ballentransportwagen von Forbidden Mod runtergeladen. Wo ist das? Ballentransport, da. Ballentransport, das ist ein ganzes Paket, ein Lizard und ich habe mir den, den 85er, das ist der kleinste, den habe ich mir besorgt. Ich vermute mal, das ist die Länge. Also 85er ist wahrscheinlich 8,50 Meter, dann hast du den 100er, das ist wahrscheinlich 10 Meter, das sind 11,50 Meter, 13 Meter. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich vermute, dass das die Länge des Anhängers ist. Genau, und den habe ich mir konfiguriert. Und der kann auch kleine Quaderballen aufnehmen und auch große Quaderballen, Rundballen. Hat eine Autoload-Funktion und die habe ich angewählt. Ich werde mal variieren. Ich werde mal Autoload machen, aber ich werde auch mal manuell die Ballen aufladen. Dieses Mal werde ich Autoload machen. Genau. Ja. Ach, jetzt wollte ich noch eine Sache kontrollieren, bevor wieder was Dummes passiert. Ich muss noch mal eben gucken. Die kann 1,20 Meter ballen. Und der Transportwagen, habe ich jetzt gerade nicht so drauf geachtet, der kann 1,25 Meter aufnehmen. Nee, stimmt nicht, 1,80 Meter. Seht ihr? Da wäre mir wieder ein grundlegender Fauxpas passiert. Das ist nicht gut. Wir müssen dann doch eine andere Beinpresse nehmen. Ach, das ist wieder ein bisschen dumpf gelaufen. Ja, verkaufen wir die. Ja, habe ich ein bisschen Geld miese gemacht. Ich hätte die jetzt zum Shop fahren können, hätte dann mehr Geld für den Verkauf bekommen. Ja, das stempeln wir unter Lerngeld ab. Ich hätte vorher die Maße abgleichen müssen, ist halt jetzt passiert. Und ihr kennt es, mir passiert öfter mal hier irgendwelche Fauxpas. Aber solange man daraus lernt, ist ja alles gut. So, Ballentransportwagen, den behalten wir, der ist ja gut. Jetzt müssen wir mal nach einer geeigneten Ballenpresse gucken. Rundballen sind eigentlich nicht, finde ich, nicht so prickelnd, muss ich sagen. Oh, ist aber teuer. Ist aber teuer. Gibt es denn keine günstige? Gibt es keine günstige für Quaderballen? Gibt wirklich keine günstige. Aber vielleicht hätte die auch funktioniert. Weil, naja. Die hätte vielleicht funktioniert. Aber nein, vielleicht auch nicht. Also wahrscheinlich nicht. Wir machen das jetzt so. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme und besorge mir eine günstigere Mod-Ballenpresse. Quader-Ballenpresse. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, ihr könnt jetzt mit einer neuen Ballenpresse rechnen. Sehr ereignisreich jetzt schon die Folge. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ihr seht vor mir die neue Beinpresse, die ich besorgt habe. Ich habe mich umgeguckt auf Forbidden Mods und im Mod Hub. Es ist keine gute, erschwingliche Quaderbeinpresse da. Zumindest habe ich keine gefunden und jetzt gibt es doch Rundballen. Ich finde Quaderballen irgendwie cooler, aber jetzt gibt es Rundballen. Ich habe hier die Pöttinger geholt für 48.000. Die Impress 125F Pro, also Rundball mit einem Durchmesser von 125. Ja, und damit werde ich jetzt arbeiten. Ich schnapp mir jetzt den Axion. Spring hier in den schönen Glas einmal rein. Zack. Zack.
Erstmal sollte ich einsteigen. So, genau. Wir sind jetzt hier im Axion. Ich schnapp mir jetzt die Ballenpresse und damit fahre ich zur Weide 15. Und dann werden wir erstmal ein paar Ballen pressen. Ich vermute mal, dass wir nicht in dieser Folge, dass wir es nicht in dieser Folge schaffen werden, die Ballen auch noch zu verladen. Das werde ich dann auf die nächste Folge schieben. Genau, in der nächsten Folge werden wir es so machen, wir werden die Ballen verladen und zum Hof fahren und auch mal gucken, wo wir die überhaupt lagern, wo wir die überhaupt hinstellen. Und dann werden wir natürlich auch erstmal gucken, wie der Ballenladewagen mit der Autoload-Funktion funktioniert. Genau. Und in dieser Folge werden wir jetzt erstmal fleißig die Ballen pressen. Ich bin mal gespannt, wie viele da rauskommen. Ja. Gut, die Ballenpresse haben wir angekoppelt. Wir fahren jetzt los. Und dann werden wir fleißig Ballen pressen. Und dann mal gucken, vielleicht lagern wir die auch direkt. Es wäre, glaube ich, relativ klug, die direkt unten am Hof zu lagern. Das heißt, da, wo die Rinder dann auch hinkommen. Weil die Heuballen ja dafür da sind, um ja, Nahrung für die Rinder herzustellen. Genau, deswegen, ich vermute mal, dass wir die unten an dem Hof lagern werden. So, schön rum. Hier ist alles ein bisschen enger, hier. So, erstmal Blinker aus. Hier fahren wir jetzt mal auf Weide. Ich fahre mal eben in der Außenansicht. Oh. Fahren wir erstmal hier auf den Acker drauf. Mal ungewohnt, jetzt wieder mit neueren Gerät zu fahren. In letzter Zeit habe ich sehr viel mit Oldtimer gespielt. Natürlich in meinem Oldtimer-Projekt, aber auch hier mit dem Mammut. Ihr wisst es, der kam ja die letzten Folgen. Den Eicher Mammut 2, der kam in den letzten Folgen zum Einsatz. So, jetzt erstmal Pickup senken. Und los geht die Fahrt. So, ich fahre erstmal wieder in der Außenansicht. Obwohl, nee, Beinpressen kann ich in der Innenansicht. Ich will ja mehr in der Innenansicht spielen. Beinpressen kann man ja gut in der Innenansicht machen. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Schwaben so, so liegen, dass ich hier gut arbeiten kann. Aber ich war ja mit meiner Arbeit mit dem Schwadern sehr zufrieden eigentlich. Muss ich mal kurz gucken, ob ich in der Kurve alles mitnehme. Ja, doch, geht gut. Der Pickup ist Pickup von der Beinpresse ist auch relativ breit. Ja, und da kommt gleich auch schon der erste Ballen raus. Also ein paar kriegen wir doch zusammen. Ja, gleich bei 100. Jo, sind bei 100. So. Helfermenü, Ballen abladen, genau. Z. Da ist der erste Ballen. Super, dann können wir direkt weitermachen. Ja, ich denke mal, wir werden das relativ schnell hier wortwörtlich abgegrast haben. Also das Heu gepresst haben. Ich denke, das kriegen wir relativ schnell hin. Und ja, ich finde die Klaas-Traktoren vom Design gefallen mir richtig gut. Also ist alles Geschmackssache, klar. Aber irgendwie gefällt mir das Design. Was mir von Klaas nicht so gut gefällt, ist die neueren Radlader. Die so einen komischen Auspuff hinten haben, der fast aussieht wie der Stachel von einer Wespe oder Biene. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die gefallen mir wirklich gar nicht so, aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. So, jetzt haben wir gleich schon den zweiten Ballen hier. So, raus damit. Ja, läuft ja wie ein Länderspiel. Zack. Weiter geht's. So, jetzt haben wir noch einen umlaufenden Schwad. Den nehmen wir direkt mit. Genau, ich hatte jetzt zweimal zwei umlaufende Schwader gemacht. Und dann bin ich die Bahn gefahren in der letzten Folge. Ja, und da werden wir uns schön dran entlanghangeln hier. Wenn ich irgendwo mitten in der Bahn Ballen auswerfe, dann bleibe ich mal kurz stehen und mache ein schönes Thumbnail, also ein schönes Screenshot davon. Oh, jetzt muss ich hier aber die enge Kurve nehmen. Rum, 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 rum. Der Wendekreis ist eigentlich auch ganz gut, da kann man sich nicht beschweren.
Obwohl, hier könnte ich schon mal eben schöne Thumbnail machen. Oh, so. Ist das, ich versuche mir immer sehr viel Mühe bei den Bildern für die Thumbnails zu geben. Oh ja, vielleicht hier ein bisschen höher. Näher ran. So, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Weiß nicht, sind euch, also mir persönlich sind Thumbnails sehr wichtig. Also wenn ein Video ein richtig schreckliches Thumbnail hat, gehe ich gar nicht drauf. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. So, in LS-Videos, in der LS-Videoszene, sage ich mal. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre das gar nicht so wichtig, weil das soll jetzt kein Diss sein an andere, aber wenn ich mir andere Thumbnails angucke, mit zig verschiedenen Farben, die aussehen wie sonst was, aber Klicks haben ohne Ende, denke ich mir manchmal, wieso gibt man sich eigentlich so viel Mühe beim... Wieso gebe ich mir eigentlich so viel Mühe beim Thumbnail? Weil manche Thumbnails eben wirklich, da kriege ich Augenschmerzen bei und die haben Klicks ohne Ende, die Videos. Also scheinen Thumbnails doch für manche Leute nicht so wichtig zu sein. Aber gut, das ist ja auch mein innerer Anspruch, irgendwie schöne Thumbnails zu gestalten. Ich weiß ja nicht, ob euch meine Thumbnails überhaupt gefallen. Kann ja auch sein, dass ihr die gar nicht so cool findet. Ja. Aber ich finde, ich achte darauf, immer für mein Empfinden schöne Thumbnails zu machen. Ich bin auch so ein kleiner Hobbyfotograf. Das heißt, wenn ich irgendwo mit meiner Freundin unterwegs bin, mit dem Camper oder sonst was, bin ich auch immer viel am Fotografieren beim Wandern und so und bearbeite die Bilder nachträglich. Ja, deswegen finde ich, Grafiken, Designs und Thumbnails sollten schon was hermachen. Ja, was soll ich euch sagen? Es läuft gut. Ich wollte gerade sagen, das ist mal eine Folge ohne ein Fauxpas, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wegen der Pressenauswahl, da habe ich mich ja, die technischen Daten vorher nicht abgeglichen. Das ist dann doch ein bisschen in die Hose gegangen. Aber man muss mir zugute halten, ich habe es nochmal kontrolliert und vor dem Feld bemerkt. Aber wir haben natürlich 5000 Euro dann verschwendet. Durch den Verkauf der Presse vom Hof aus direkt und nicht beim Shop. Gut, da war ich ein bisschen faul, ich hätte ja auch zum Shop fahren können. Ja, aber wie gesagt, wir zahlen es als Lehrgeld ab. Aber sonst, ich habe es noch vorher vorm Feld gemerkt. Sonst wäre es unangenehm gewesen, aber ich sage auch ganz ehrlich, ich könnte das ja auch rausschneiden. Meine ganzen Fehler, aber ich lasse sie drin, weil die gehören dazu. So zocke ich nun mal und ab und zu passiert mir dann doch ein größerer Fauxpas. Aber Fehler sind menschlich und es ist halt einfach nur wichtig, aus Fehlern zu lernen. So, jetzt habe ich auch meinen Bildungsauftrag erfüllt für diese Folge. Ne, wie Arnold Schwarzenegger mal gesagt hat, Arnold Schwarzenegger hat mal so 10 Regeln des Erfolgs aufgestellt und eine Regel war: Don't be afraid to fail. Also nicht, man darf keine Angst haben, Fehler zu machen. Aus Fehlern lernt man. Und das ist der Grundsatz für meine LS-Zockerei. Wie man in jeder Folge irgendwie sehen kann. Nein, Spaß beiseite. So. Ja, wir kommen wirklich ganz gut voran. Axion mit der Pöttinger Presse ist ein gutes Gespann, würde ich sagen. Also macht auf jeden Fall Spaß. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich mehr Fan von Quaderballen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das ist mal eine interessante Frage für die Kommentare. Wer von euch ist Fan von Quaderballen und wer von euch ist Fan von Rundballen? Oder gibt es auch Leute unter euch, die sagen, ist mir kackegal, Hauptsache das Zeug ist gepresst. Kann ja auch sein, ne? So. Nächsten Spart in Angriff nehmen. Ja, wir ziehen das relativ schnell durch, aber da kommen schon ein paar Ballen, kommen schon zusammen. Für diese kleine Weide ist das schon in Ordnung, ne? Da kann man schon mal mitarbeiten. So, der Rabe sollte jetzt wegfliegen oder die Krähe, sonst
Dann nur noch der Kopf aus dem Ballen. Die können wir nicht gebrauchen. Wobei das ein bisschen Proteine in unserem Futter wären, ne? Die Kühe. Boah. Hier rum. Ja, den habe ich gerade so hingekriegt. Wie gesagt, der Wendekreis ist ganz, ganz gut eigentlich. Ich sollte nicht so oft eigentlich sagen. Der Wendekreis ist ganz gut. Eigentlich ist ein unnützes Wort. So. Ja, und wie gesagt, ich werde in Zukunft mal so ein Mischmasch machen. Mal die Ballen manuell verladen, mal Autoload. Ich werde jetzt erstmal mit Autoload anfangen. So ist von allem was dabei. Ui, der Ball, der liegt aber doof. Versuch mal drumherum dran vorbeizufahren. Ja, ich schieb den mal ein bisschen weg. Komm, geh weg. Lass mich hier arbeiten. So, und von jedem, also jeder von euch, der noch kein Lenkrad hat, zum LS zocken und mit Maus und Tastatur spielt oder so, oder mit Gamepad, überlegt euch, ein Lenkrad anzuschaffen. Lenkrad und Pedale. Ich sag euch, das ist ein Traum und das ist ein ganz anderes Spielgefühl damit. Also es ist wirklich ein ganz anderes Spielgefühl. So, mal eben Außenansicht, hier muss ich mal gucken. Ah, nach links kann ich fahren, da gibt es auf jeden Fall noch ordentlich was mitzunehmen hier. Komm, die Bahn fahren wir mal in der Außenansicht. Ja, das war auch der letzte Schwart vom letzten Mal, den ich gelegt habe. Das sieht man, weil der größer ist als die anderen, da habe ich nämlich zwei zusammengelegt. Hätte ich auch machen können, ich hätte auch mehr legen können, also Schwade legen können, dann wären die weiter auseinander gewesen. Aber so hat es ja ganz gut geklappt. Oh. Das war auch ein Fehler. So, man muss immer warten, bis sie komplett geschlossen ist. Oh. So. Ja, die letzten Schwade machen wir jetzt noch weg. Dann fahren wir die Ballenpresse zum Hof. Und dann werde ich den Ballenladewagen holen und die Ballen verladen. Aber das wird dann erst in der nächsten Folge geschehen. Da liegt noch was an der Mauer. Ich glaube, das, was ich am Anfang verbockt habe in der letzten Folge, das werde ich aber liegen lassen. Und eine Frage noch an euch. Also, das interessiert mich auch. Ich bin ja einer, ich zocke ja ganz viele verschiedene Spiele, aber ich mache ja nur zu Simulatoren hier Videos, wobei in letzter Zeit eigentlich auch, oder nicht eigentlich, sondern in letzter Zeit nur Landwirtschaftssimulator. Ab und zu werde ich jetzt mal aber auch wieder Videos von anderen Spielen einstreuen. Hunter Call of the Wild will ich mal ein paar Videos wieder machen, weil mir das gerade extrem Spaß macht. Meine Frage, die ich euch aber stellen will, zockt ihr neben dem Landwirtschaftssimulator eigentlich noch andere Spiele? Vielleicht mal was ganz anderes, was nicht mit Simulation zu tun hat. So geht's mir nämlich. Also privat, wenn ich zocken will, dann zocke ich auch andere Spiele. Und für Videos oder generell so zocke ich halt gerne den Landwirtschaftssimulator. Aber ich zocke auch wirklich sehr gerne andere Spiele. Hell Let Loose zum Beispiel ist so eine Zweite Weltkriegssimulation. Ja, wie heißt das? Company of Heroes ist auch so ein Strategiespiel. Ja, und solche Geschichten halt. Also es gibt viele verschiedene Spiele, die ich zocke. Ja, ich wüsste mal gern, ob das bei euch auch so ist. Also hier auf dem Kanal, keine Angst, das wird jetzt nicht... Es werden wie immer nur Simulationsvideos kommen. Also größtenteils, wie man sieht, den Landwirtschaftssimulator. Aber mich interessiert das einfach mal so, ob ihr auch was anderes zockt irgendwie. So. Wenn wir den jetzt haben, den Schwart, dann drehen wir noch einmal und dann nehmen wir den links von uns noch mit. Die kleinen, überall das klein bisschen, was hier noch so rumliegt, das lassen wir liegen. Das sammeln wir nicht ein. Ja, aber läuft doch wieder gut. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Das kann ich euch aber sagen. Da, ja, vielleicht beim Ausgang da, das nehme ich noch mit, was da so ein bisschen in der Einfahrt liegt, weil das sieht ein bisschen doof aus.
Einfahrt der Weide. So. Ja, einen Ballen kriegen wir auf jeden Fall noch raus in dem Schwart. Da bin ich ziemlich überzeugt von. So, raus damit. Dann sammeln wir jetzt noch das bisschen hier ein. Und dann werde ich mal auch gucken in der nächsten Folge, wo war das Ganze, wo wir die ganzen Ballen lagern. Aber es ist ja durchaus eine sinnige Geschichte, dass hier unten am Hof zu lagern, also da, wo die Rinder dann auch hinkommen. Also am Kuhstall. So, jetzt senke ich hier nochmal den Pickup. Vielleicht kriege ich das doch noch mit. So, gesenkt. Wenn ich hier ganz nah dran fahre, kriege ich das doch noch, weil das ist ja gar nicht mal so wenig. Und das sieht halt auch doof aus. Ja, ich habe auf jeden Fall viel davon mitbekommen. Das Tor lassen wir auf, weil wir ja gleich wieder auf die Weide fahren. Also ich nehme die beiden Folgen direkt hintereinander auf. Ich mache das immer so, habe ich im Oldtimer-Projekt auch schon gesagt. Ich habe meistens ein oder zwei Aufnahmetage die Woche und dann nehme ich die Folgen für die ganze Woche auf. So, geh weg, Reh. Hallo. Weg da. Komm, lauf direkt in meine Küche. So, Dalle. Da wären wir wieder beim Hof. Ich mach mal eben wieder alles sauber. Einmal kurz hier anhalten. Einmal kurz abkoppeln hier. Vielleicht sollte ich die Beinpresse auch ausschalten. Hätte mir bei der Drehzahl aber auch auffallen können, dass die noch läuft. So, einmal abkoppeln. Ja, ich glaube, der Axion ist gar nicht so dreckig geworden, aber ich weiß auch gar nicht, wieso ich den sauber mache. Mit dem fahre ich direkt wieder auf den Acker oder auf die Weide. So, die neue Ballenpresse schön sauber machen. Ach, erst wieder ankoppeln, genau. Gut, die fahren wir jetzt... Wo stellen wir die hin? Ich glaube, hier vorne ist gar kein Platz. Mein Gott, wie gehe ich denn? Hier vorne ist nicht viel Platz. Ich stelle die mal hinten irgendwo hin. Ich sollte auch in den nächsten Folgen irgendwann mal oder in naher Zukunft nochmal gucken, wo ich hier nochmal einen Unterstand baue. Oder ich habe vorne doch ein bisschen Platz auch. Ich stelle die jetzt erstmal, ich versuche die hier neben den Schwader zu stellen. Aber ich glaube, vorne habe ich auch noch Platz. Ihr wisst es, vorne an der Straße, neben dem Getreidesilo, neben dem, also da, wo man das Getreidesilo befüllt, da ist auf jeden Fall noch Platz für Gerätschaften und ich glaube, da werde ich die dann auch in Zukunft unterbringen. Jetzt versuche ich die da hinten in der Ecke unter das Schleppdach zu kriegen. Es erfordert höchste Konzentration. So, jetzt einlenken. Oh, oh, rum. Wieder ein bisschen zurück. Und jetzt einlenken. Jetzt einlenken und dann kommen wir rum. So, ich fahre die auch nicht. So weit da drunter. So reicht eigentlich schon. Nur, dass sie ein bisschen geschützt ist. Ich hoffe, ihr seid mit meinem fahrerischen Können jetzt zufrieden. Genauso zufrieden, wie ich es gerade bin. So, den lasse ich hier draußen stehen, den Axion, weil ich ja mir den Ballenladewagen schnappe in der nächsten Folge und damit zur Weide fahre. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Kommentare sind immer sehr, sehr gern gesehen und helfen mir natürlich, damit das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Ja, weil Kommentare haben großen Einfluss auf den YouTube-Algorithmus und ich lese sie natürlich auch gerne. Und wer es noch nicht getan hat, kann sehr gerne diesen Kanal kostenfrei abonnieren, um nichts weiter zu verpassen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zocken. Euer Tim, macht's gut, ciao. I'm gonna take
getürmt.